Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich befinde mich hier gerade auf einem Aussichtspunkt und wie ihr hinten sehen könnt, ich habe meinen Falken mal, oder meinen Adler besser gesagt, vorgeschickt. Da hinten ist unser Ziel, wo wir hin müssen. Das heißt, wir werden uns jetzt mal schnell dahin aufmachen, am besten zu Fuß, weil ich habe festgestellt, dass das irgendwie in der Regel schneller geht als wenn man mit dem Reittier reitet. Ich weiß nicht warum, aber es sollte ja eigentlich andersrum sein. Komm, geh doch einfach darüber. Komm. Ach, dann schwimm einfach. Ist mir doch egal. Du hättest auch trocken rüberkommen können, aber wenn du nicht möchtest, dann ist das halt so. Du darfst auch gerne aus dem Wasser rausgehen. Kein Problem. So, unser Kopfgeld haben wir auch weggemacht. Das heißt, da haben wir zumindest ansatzweise der Küchenkräfte, okay. Ansatzweise jetzt keine Probleme mehr mit. Allerdings werden wir garantiert in einen Sperrbezirk geraten. Hier sind auch schon wieder überall Wachen. Ali meine ich. Natürlich ist jetzt hier wieder ein neues Ziel. Ich hasse es, weil die muss ich dann immer ignorieren, weil ich ja ein ganz anderes Ziel eigentlich habe. So, ich denke mal, dass das jetzt Sperrgebiet ist. Komm, geh hoch. Nein, da ist noch was drin. So. Ja, sieht auf jeden Fall nicht sehr einladend aus. Ja, ja, ja. Ja, ist auch Sperrgebiet natürlich. Dann wäre mal wieder die erste Frage, wie komme ich da rein, beziehungsweise wo sind jetzt genau alles Wachen? Und haben wir eventuell eine Möglichkeit, die abzulenken? Das wäre jetzt das nächste. Hier vorne stehen anscheinend Wachen am Eingang. Ja, da ist direkt einer am Eingang. Muss ich nur mal eben gucken. Ich habe, glaube ich... Nee, ich habe gar keine... Ich habe gar keine Konzentration mehr gerade. Das ist natürlich schlecht. Da ist was zum Verstecken. Aber ich denke, da komme ich nicht rüber, oder? Moment, da oben ist was. Sei meine Augen, Enkidu. Ja, gut, da käme ich jetzt hier hochgesprungen, aber da hinten ist natürlich auch direkt eine Wache. Gibt es denn keine einfachere Möglichkeit, hier reinzukommen? Theoretischerweise von der anderen Seite. Ansonsten sehe ich tatsächlich nur die Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Aber es ist halt scheiße mit der Wache da hinten. Wenn der sich einmal umdreht, habe ich ein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich liebe solche Aufgaben. Ich meine, klar, es sind Herausforderungen, aber ich kenne ja mein Glück. Ich kenne ja mein Glück. Ich habe dann immer jede Menge Kopfgeld danach. Das Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Habe ich jetzt einen alarmiert? Ich meine, hier oben war doch gerade ein Bogenschütze, oder nicht? Ach Gott. Oh, da ist schon wieder so einer. Mit Horn. Ich hasse die Leute mit Horn. So, Moment. Hier unten ist einer drunter. Es sind immer so viele auf einmal. Das ist immer das, was mich so ankotzt. das könnte ich jetzt theoretisch fallen lassen. Dann würde es auf den drauf fallen. Ich weiß aber nicht, ob der dann alarmiert ist. Das ist halt das Problem.
Also ob die anderen alarmiert sind, wenn da irgendwie was runterfällt. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich könnte es mal machen. Ich weiß aber nicht, ob ich überhaupt treffe. Achso, Moment. Nein, nein, nein. Ich will auch keinen Schnelleinsatz. Ich will... Moment, wie war das? Wurfmesser, so. Das hat ja super geklappt. Nee. Also keine Ahnung. Ich habe ja nichts anderes. Ich habe ja nur Dolch, Schwerter, aber ich habe ja sonst keine anderen Waffen. Da hinten läuft noch einer rum. Ich könnte theoretisch auch auf die Seite gehen. Da ist aber unten einer, der würde mich wahrscheinlich sofort sehen. Einen könnte ich noch ausschalten, aber... Oh, hier ist auch noch so eine Bimmel. Oder? Nee, das... Doch, das ist die Glocke. Oh, ich hasse es, wenn die eine Glocke haben. Okay. Also, was blöd ist, dass die beiden sich angucken. Könnte ich aber vielleicht noch mit einem Attentat hinkriegen. Oh nee, da sind ein paar mehr. Holla, die Waldfee. Finde Informationen über den Hafenmeister raus. Haben wir denn hier irgendwas, wo ich zumindest schon mal sagen kann, in die Richtung muss ich gehen? Natürlich nicht, ne? Ah ja, ich liebe die Gebiete, wo ich ganz genau weiß, wo ich hin muss. Okay. Das wollen sie nicht. Was ist denn hier unten? Da ist doch der Typ drin, ne? Meine Güte! Diese Teeblätter aus dem Osten sind mehr wert, als ich in einer Nacht verdiene. Ja. Hab ich mich jetzt erschrocken? Ich dachte, da links steht jetzt auch noch einer. Könnt ihr mir doch nicht antun hier, Leute. Mal ganz ehrlich. So. Aufbewahrte Waren. Diese Waren dürfen nicht freigegeben werden, bis sie gründlich geprüft wurden. Seide von Santos geschmeidigen Seidenstoffen. Statue eines dreiköpfigen Hundes von Kinakos Porzellanwaren. Oolong mit weißen Pfirsich aus Kongs Teeparade. Vor allem Teeparade. Diese Waren können freigegeben werden, wenn der jeweiligen Wache dieser Zettel gezeigt wird. Okay. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt weiter? Da sind so viele drin. Zwei kann ich ausschalten. Aber alleine hier sind ja schon vier quasi auf einen Fleck. Gut, der eine geht mal hin und her, glaube ich, oder? Also wenn ich mich an den linken Rand schleiche, dann sieht der rechte mich. Das Problem ist... Moment, der Dicke kommt jetzt gerade. Also der mit dem Horn. Das hört sich alles irgendwie seltsam an, egal was ich sage. Wenn der weg ist, weil der wird mich auf jeden Fall sehen, dann könnte ich eventuell den rechten angreifen, den linken und dann erstmal in die Büsche rein. Das wäre vielleicht... Vielleicht noch eine Option. Oder auch nicht, weil er mich jetzt gerade gesehen hat. Alter, das ist dein Ernst? Das ist doch auch wieder so einer, ne? Den kann ich anvisieren. Den auch. Moment. Machen wir das doch mal direkt. Zeit zu verschwinden. Hey, was?
Ah, ja, ja, ja. Bin da und sichere dich ab. Boah, mit dem einen will ich halt nichts zu tun haben, ne? Mit dem... Da komme ich nicht rum. Hm, schade. Schwärmt aus, die Jagd beginnt. Verstanden? Genug. Noch mehr Zeit verschwenden wir nicht. Was ist da los? Ja, komm. Komm. Komm, mein Kleiner. Hey, was war das? Ja, komm, noch mal nachsehen. Sei nicht so feige. Wer? Wenn ich dich finde, blutest. Bist du tot? Hey! Ja, nur er ist irgendwie nicht tot. Ich habe ihn gerade angegriffen mit RB. Er ist weg. Er hat sich verkrochen. Aber der Typ stirbt nicht daran. Das ist geil. Attentäter Kettenart. Kettenreaktion oder wie nennt sich das hier? Kettenattentat, glaube ich. Und der Typ stirbt einfach nicht. Das ist geil. Ich meine, ich habe ja sogar die Handbewegung gesehen, ne? Also, der hat das Messer oder was auch immer, den Dolch, dahin geworfen. Das ist krass, der stirbt einfach nicht. Ja, warum auch nicht, ne? Ist der jetzt getriggert worden? Hey. Du stehst nicht mehr auf. Da könnte was sein. Ja, da ist was. Ruhe nun in Frieden. Nein, er muss nicht in Frieden ruhen, er muss einfach nur liegen bleiben. So, jetzt dreh dich nicht immer um, Basim. Ich weiß, das liegt am Controller, aber es ist trotzdem nervig. So, wenn ich den jetzt noch kriege, was? Dann habe ich eine Chance, dass ich vielleicht hier noch durchkomme. Oh, es geht natürlich wieder nicht. Alter, jetzt mach... Hey, was? Parfümflasche, okay. Also links sind zwei, glaube ich, noch drin. Oben ist noch einer drin. Und rechts muss ich sowieso nicht hin. Ich muss ja hier links rum. Okay, müssen uns, glaube ich, von oben nach unten irgendwie durch. Hangeln. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Oh Gott, da sind noch so viele übrig. Ich meine, die kann man... Ja genau, die kann man werfen und dann reinwerfen, ne? War da hinten einer? Geh mal kurz gucken, bevor ich jetzt hier irgendwie... Unter mir ist noch was zum Lesen. Das ist wichtig. Bevor ich überrascht werde, das wollte ich sagen. Das ist eine Wache, die quasi direkt unter mir stehen würde. Geh bloß nicht darauf. Ist keiner drin, ne? Alles, was nicht aus Bagdad kommt. Wenn ich meinen Kopf behalten will, muss ich die wohl alle prüfen. Da ist noch einer. Hey! Der ist ja richtig geil abgelegt.
Ehrlich, habt ihr super gemacht. Anweisung vom Hafenmeister an alle. Es soll im Bericht eine Blockade errichtet werden. Im Hafen. Beschlagnahmt jegwede fremdländischen Artefakte und haltet die Augen nach einer Haarnadel aus. Ass Sinn offen. Keine Fehler. Ich weiß, wo ihr alle lebt. Ich kenne eure Familien. Tut wie euch befohlen. Stellt keine Fragen. Javid. Anweisungen jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen. Ja, aber wir brauchen noch einen Hinweis. Die Frage ist, wo ist der? Wir haben doch nicht so viele Gebäude, wo wir hier entlang können. Da jetzt in dem Gebäude schon drin? Da ist, nee, da ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Wenn da eine Truhe drin ist, war ich noch nicht drin. Also eine Truhe, die nicht geplündert ist, meine ich. Gut. Die Tür kann ich theoretisch öffnen, aber guck mal, ob ich vielleicht von oben drauf springen kann. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder? Das wäre blöd. Sehen die mich? Offenbar nicht. Da hinten sind auch noch zwei. Hier sitzt einer. Der geht gerade. Der kommt gerade. Das ist natürlich doof. Dreht euch bloß nicht um, Leute. Ich habe noch was mit euch vor. Na, nun geh schon wieder. Schwerter sehen wir das. Hoffentlich können wir sie bald einsetzen. Komm doch mal zu mir. Zusammen, als die Mauer einstürzte. Wir waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Komm doch mal zu mir, Junge. So ist brav, so ist brav. Was zum? So, dann haben wir die beiden auch schon mal. Und ich würde die ehrlich gesagt auch gerne ausschalten da hinten. Oh, geh da jetzt hoch, komm. Schlaf nachholen. Ich bin derzeit ständig. Dein Tod naht! Oh, sehr schön. Damit die sich nicht doch noch irgendwie umdrehen oder so, ne? Mann. Wieso steht das jetzt? Nee, das heißt nur, dass ich hier rein muss. Ne? Das heißt jetzt nicht... Oh, da hinten ist noch einer. Da war doch gerade noch eine Wache. Jetzt haut der hier einfach ab. Ja, komm. Komm oder stell dich zur Seite, damit ich dich so umbringen kann. Das ist okay.
Okay. Wir haben jetzt gesagt, dass wir hier eigentlich rein müssen, ne? So, sehr schön. Genau, hau dir noch mal irgendwie nach. Ah, ich glaube, da kommt gerade so keiner, hoffe ich zumindest. Handelsmünze benötige. Ich habe mich gerade schon gefreut, dass ich eine Handelsmünze kriege, aber nein. Idairatul Mal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Ja, Werbung für die große Auktion. Die Dairatul Mal, verpasse sie nicht. Hast du jede davon geträumt, die Welt zu besitzen? Nun kannst du erfahren, wie sich das anfühlen könnte. Die Dairatul Mal ist wieder hier. Lass dich zum Staunen bringen, verzaubern und von der Auswahl des Angebots begeistern. Seltenes Porzellan, Edelsteine aus der ganzen Welt. Das alles gibt es bei uns. Sei dabei und ergehe dich und sei dabei und ergehe dich in der Pracht. Okay, komischer Satz irgendwie, aber okay. So, ich dachte jetzt eigentlich, das wäre unser letzter Hinweis. Wollt ihr mich jetzt veräppeln hier? Steht aber Hinweis entdeckt. Ihr seid doch doof, ehrlich. Die gucken genau in meine Richtung. Ja, wo soll denn jetzt hier noch ein Hinweis sein? Moment. Am besten, glaube ich, ist es, wenn ich die jetzt erstmal alle eliminiere und dann... Schon mal genug? Nein. Hey, was war das? Das war ein Pfeifen aus dem Busch. Also schau doch mal nach, was da passiert. Moment! Ja. Nein, ich habe keinen Moment. Augenblick! Der ist einfach so tot umgefallen. Jetzt da oben gucken. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ne? Einfach mal nachschauen. So, den anderen könnte ich jetzt theoretisch, weil die beiden... Ah, da hinten ist noch einer. Aber theoretischerweise. Dein Schicksal ist besiegelt. Ja. Hier unten läuft noch einer rum, der mich aber nicht hört. Das ist doof. Kann ich den sehen durch die Tür? Also nicht, ob ich den durch die Tür sehen kann, sondern ob ich da von hinten mich ranschleichen kann. Das wollte ich eigentlich fragen. So. Haben wir jetzt endlich mal alle hier, oder? Die sind aber auch immer komisch am Zucken, so im Nachhinein, ne? Okay. Ich weiß aber trotzdem immer noch nicht,
Deswegen will ich die Sicht jetzt auch nicht ausschalten, wo ich hier noch was, noch einen Hinweis holen kann. Da oben sind auch noch zwei Wachen. Mir wird aber nirgendwo mehr was angezeigt, dass es hier noch Hinweise geben könnte. Das ist das Problem. Hinten bei den Wachen können doch keine mehr sein, oder? Stehe ich jetzt hier tatsächlich so auf dem Schlauch? Das kann doch nicht sein. Der muss es mir doch anzeigen. Also so ein Blättchen oder irgendwas, was ich lesen kann. Da oben ist die Truhe, die ich nicht öffnen kann. Leute, stehe ich jetzt hier wirklich so auf dem Schlauch? Hier war ich doch schon, oder nicht? Das war doch die, die ich nicht öffnen kann, weil ich dafür eine Münze brauche. Genau. Und hier war ja eigentlich ein Hinweis. Das hat er auch als Hinweis gezählt, aber... Ja. Die Tür habe ich nicht aufgeschlossen. Da hinten... Ja gut, da hinten konnte ich theoretisch noch rum, oder? Ja, komm hier hoch. Oh, geh doch einfach darüber, Mann. Da hinten waren, meine ich, auch noch Wachen. Oder zumindest eine ist hier noch. Aber zählt das noch zu dem Gebiet? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil er zeigt mir ja an, dass ich nach rechts soll. Scheint jetzt auch nicht dazu zu gehören hier. Ist zwar Sperrgebiet. Augenblick. Hier oben ist doch kein Hinweis mehr. Hier kann ich nur noch... Ne, jetzt habe ich quasi einen neuen Ort entdeckt. Da unten steht auch noch mal einer. Das kann doch nicht sein. Ich meine, da steht ja auch, aber das ist halt, glaube ich, jetzt nur auf den Ort hier bezogen, dass ich mich da hinten hinbegeben soll. Hm. Da oben war ich doch auch schon, ne? Also ich suche jetzt hier noch mal ein bisschen rum. Ich habe keine Ahnung. Also vor allen Dingen, der hat ja unten auch nur so ein bisschen, sage ich mal, was, was noch frei ist. Kann ich da runterspringen? War da nicht irgendwo ein Wagen? Ja, oder so. Komm jetzt, geh doch einfach da drüber. Hallo, du bist Assassine. Das schaffst du doch gerade noch. Ja, da kriegt es halt einfach nur nicht hin, dahin zu springen, wo ich hin will. Aber ist nicht schlimm. Ja, sollte ich doch noch irgendwas finden, schalte ich euch gleich wieder hinzu. Och, das ist nicht euer Ernst. Hier unten in so einem kleinen Kabüffchen, da liegt noch ein Zettel. Süß duftender Brief, Kululu. Ich verabscheue Fehler. Ich hatte nur eine Bitte und irgendwie hast du es geschafft, mir zu verweigern, was ich suche. Du weißt, wie sehr ich die Haarnadel wollte. Macht dich das nicht klar, als wir zuletzt sprachen? Womöglich brauchen wir ein weiteres Treffen, damit du verstehst. Vorerst scheint es, als müsste ich die Sache bei der Auktion selbst in die Hand nehmen. N. Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden.
Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. Oh, endlich! Fall abgeschlossen! Sehr, sehr geil! Töte den Hauptmann! Der ist wahrscheinlich jetzt wieder komplett bewacht, nehme ich mal an. Ne? Ich denke mal nicht, dass wir das in dieser Folge noch machen können. Wobei ich mir da nicht so sicher bin. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal kurz gucken, dass ich hier irgendwo ein Poster finde und dann geht es gleich weiter. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Ja. Du darfst jetzt nicht dorthin fliegen. Ja, das heißt dann wohl, dass hier mal wieder sehr viele Wachen unterwegs sind. Hier ist auch gerade schon eine Patrouille. Und dass das Ganze definitiv ein bisschen länger dauern wird. Noch eine Mauer, die das Volk von den Machthabenden trennt. Hoffentlich erwartet mich der Hafenmeister nicht bereits. Also hier stehen zwei. Das Problem ist, da stehen natürlich viele Leute. Das heißt, die sehen das, wenn ich den da niedermache. Dann schaue ich mal, ob ich da hinten eventuell rumkomme. Da hoch zu klettern könnte allerdings noch ein bisschen schwieriger werden. Ach, da sitzt auch schon wieder jemand. Ich würde gerne eure Schwachstelle erfahren. Ich käme da hoch, aber... Geh woanders hin! Da steht einer, habe ich mich jetzt erschrocken. Fort mit dir! Da ist auch was auf dem Bütchen, das kann ich nur mal eben nehmen. Oder auch nicht, weil das alles dazugehört. Geh woanders hin. Ich könnte jetzt theoretisch da durch, aber ich komme auch nicht hier oben durch, hier oben drüber, ne? Geht fort mit dir. Boah, der geht mir so auf den Sack gerade. So. Jetzt kann er mir nicht mehr auf den Sack gehen. Die Frage ist jetzt nur. Den sehe ich von hier. Der andere ist, glaube ich, dahinter. Aber kann natürlich genauso gut sein, dass der mich auch sieht. Ja, doch. Ich glaube, der sieht mich auch. Der linke wird mich aber wahrscheinlich auf jeden Fall sehen, ne? Nicht anvisieren. Also unten, das wäre auf jeden Fall eine Schwachstelle. Die Frage ist jetzt nur... Komme ich eventuell auch oben rum rein? Darf nicht so lange hier stehen bleiben. Ja, keine Ahnung. Anvisieren. 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 So, drin bin ich auf jeden Fall schon mal. Da oben ist dieser Arsch, der meinen
Vogel abschießen wollte. Oh, da hinten sind nochmal zwei Wachen. Das ist nicht gut. Weiß nicht, ob der mich jetzt von da sehen würde. Ja, natürlich ist das hier vorne, wo die mich dann sehen. Ach, äfft euch doch, ganz ehrlich. Da komme ich so nicht hoch, nehme ich an. Hier könnte ich vielleicht hochkommen, aber hier steht irgendwie noch einer. Der hin und wieder aber auch mal geht anscheinend. Du doof, Junge, du sollst nach oben. Nun ist der Weg für Enkidu frei. Genau. Wir haben das Artefakt durchschlüpfen lassen. Freut ihn gar nicht. Aber er hat gar nichts gesagt. Seine Stürme kommen ohne Warnung. Da ist wieder so einer bei. Das kotzt mich so an. Aber ich habe zumindest... Es ist jetzt wieder aufgeladen. Das von hier aus anvisieren? Das? Okay. Kann ich? Konnte ich gerade noch? Den, ganz wichtig. Und den. Zack. Das war schon der Hafenmeister. Ach so. Ja, cool. Dann muss ich jetzt nur irgendwie noch hier rauskommen wieder. Kehre zu Kong zurück. Wo ist denn der überhaupt? Moment. In der Richtung. Was ist da so rot? Das zieht mich gerade so magisch an. Was ist das? Da Sie das Artefakt verloren haben, müssen Sie jetzt bei der Auktion darauf bieten. Mhm. Okay. Achso, dann bin ich hier auf dem Balkon, ne? Ah, gut. Dann gehen wir erstmal hier runter. Schauen mal nach den Wachen und nach Postern. Poster kann ich jetzt gerade... Nicht sehen, werde ich aber auf jeden Fall nachschauen. Ich werde mal unterwegs dann ein Poster abreißen und wir werden uns dann gleich bei Kong wiedersehen. So, wir sind wieder am Zielort und wir sollten jetzt auch mit Kong reden können, wenn ich denn den Eingang hier finde. Tut mir leid, liebe Leute, aber hier steht irgendwie alles im Weg rum. Ah, jetzt. Kong! Ich habe... Wer da? Sag schon! Ich bin bewaffnet! Ich bin es nur. Ah, der kleine Fink kehrt ins Nest zurück. Mit leeren Händen! Hier ist sie doch. Damit solltest du im Hafen deine Waren bekommen. Ha, ich habe nie an dir gezweifelt. Komm, genießen wir eine Tasse. Der Erinnerung wegen... Ich mach dir sogar deinen Lieblingstee. Was hast du herausgefunden? Wer steckt dahinter? Ein Mann namens Jawid. Er arbeitete für jemanden, der nach einem Artefakt sucht. Eine fremdländische Haarnadel. Sie scheint wichtig zu sein. Ich muss herausfinden, warum. Unbedingt. Du hast dich verändert, kleiner Fink.
Oder sollte ich nur Fink sagen? Als wir uns zuletzt sahen, warst du ein Straßendieb. Und jetzt? Ich hoffe, du weißt, wonach du suchst. Manchmal ist es besser, den Dorn stecken zu lassen, um nicht zu verbluten. Und nun zu dem, was mir versprochen wurde. Eine Einladung zur Auktion. Die erhalten nur geachtete Gäste. Frag nicht, woher ich sie habe, außer du willst, dass ich dich anlüge. Mit dieser Schriftrolle kommst du hinein, ohne dich in eine meiner Kisten zu zwängen. Das war dein Plan. Viele ertrugen Schlimmeres, um ihr Ziel zu erreichen. Jemand Einflussreiches sucht nach der Haarnadel, doch sie ist ihm durch die Finger gerutscht. Nun ist die große Auktion die letzte Gelegenheit. Ich folge am besten dem anderen Hinweis. Ja, und damit haben wir auch diesen Fall mal wieder erfolgreich abgeschlossen. Und es war auch nicht so ganz so chaotisch wie beim letzten Mal. Wobei ich dazu sagen muss, ich finde es gut, wenn wir nicht so große Gebiete haben. Weil wenn wir natürlich weniger haben zum Durchsuchen, dann ja, finden wir auch unser Ziel eher. Ich denke mal, ich habe das aber ein bisschen gecuttet, weil das letzte Schreiben, was ich gesucht hatte, war ja wirklich... Ich bin da mehrfach dran vorbeigelaufen. Ich habe es nicht mitbekommen, dass es da war. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir jetzt noch machen müssen. Das haben wir alles abgeschlossen. Der Typ ist tot. Unentdeckter Fall. Ja, was heißt unentdeckter Fall? Wir können jetzt hier nicht weitermachen, oder was? Nee, der Bazar. Ach so, genau. Der Bazar wäre dann quasi unser nächstes Ziel, was wir dann jetzt noch verfolgen. Einige Stände wurden von Wachen geplündert. Gehe den Drohungen auf dem Bazar nach. Und ich denke mal, wenn ich das dann wahrscheinlich habe, werde ich dann wohl auch die Sache machen können. Weil über den Bazar, ich weiß es jetzt gar nicht, wofür brauchte ich jetzt die Einladung? Ich habe zwar zugehört, aber ich muss zugeben, ich habe nur 4 Stunden geschlafen und ich höre und es geht links rein und rechts raus oder umgekehrt gerade. Aber es ist trotzdem eine interessante Story, deswegen sage ich mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.